So, willkommen zu meinem nächsten Let's Play. Und zwar spielen wir Zelda Oracle of Seasons. Und diesmal spielen wir den kleinen Link, der die Zelda retten muss. Obwohl es diesmal, glaube ich, gar nicht Zelda ist, sondern das Orakel der Zeit. Texttempo schnell, sehr schön. Allerdings weiß ich nicht mehr, wie sie heißt. Nairu war, glaube ich, das Orakel der Zeit. Ich weiß nicht, John, Helde. Nimm dein Schicksal an. Da ist er. Was geht ab? Hä? War noch woanders. Okay. Du bist aufgewacht. Fein, ich war im Sorge um dich, während du schlafen hast. Du bist Odin, stimmt's? Jetzt ist die Odin. Dean und Nairu. Und dann gab es noch eine Grüne. Das weiß ich von The Minch Capable. Ja, ich möchte mit dir tanzen. Von mir aus können wir auch miteinander schlafen, aber... nicht jetzt. Ja, die kenne ich. Ja, das heißt... Season spielt nach... Dings. Ach, scheiße, wie heißt das anders? Oracle of Times, glaube ich. Hoffe ich jetzt. Weiß ich nicht mehr. Ja, schlecht sieht sie ja nicht aus, ne? Muss man ihr schon lassen. Du tanzt ausgezeichnet. Es ist lang her, dass ich so viel Spaß hatte. Hey, deine linke Hand. Sie trägt ein Dreieck. Dieses Zeichen gilt in Hyrule als heilig. Dieses Zeichen echt? Dann bist du ein Held mit besonderer Bestimmung, Odin. Ein einzigartiges Schicksal, Odin. Ich... Ach nichts, lass uns tanzen. Wow. Das hat mich jetzt erschreckt. Ich hab gedacht, der sagt, bevor der alles kaputt macht. Ich habe dich gefunden, den Orakel der Jahreszeiten. Wahrlich ein gutes Versteck. Doch mir, Onox, dem General der Finsternis, entkommst du nicht. Wie sie wegschleudert, die Bitches. Aus dem Weg, Junge. Usch. Ah, Odin! Moment. Wow. Ja, Trottel. War ja klar, dass ich dich nicht kenne. Sieht aus wie so ein Pokémon. Diese Schalentiere. Kabutops oder so. Ja, ich weiß es nicht mehr. Das ist Onox. Du weißt, wenn ich das Orakel der Jahreszeiten greife und den Tempel versenke, in dem die Geister der Jahreszeiten inne wohnen, werden die Jahreszeiten Holodrums in Chaos zerstören. Zerstören? Na egal. Die Pracht der Natur wird zerfallen und alles Lebende wird zugrunde gehen. Das ist die Welt der Finsternis, die ich herbeisehne. Nein, Onox, nein! Ich wollte gerade sagen, warum versiegelt er sich selbst? Ah! Lol, nice. Der Rubin ist bestimmt viel wert. Versinke, Tempel der Jahreszeiten. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Werde Chaos. Na. Was geht ab? Wohoho. So. Ja, das ist doch hin. Oder nee, wie hieß er? Ach, den. Nee. Das fasch mich nicht. Wie heißt du? Dich kann man eh nicht. Dich kann man eh nicht. Ja, Schlamm. Nette Frau. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Finn, Jin. Ich muss jetzt zuerst das Schwert holen, glaube ich. Hoffe ich. Sonst. Autsch, autsch. Ja. Wegspannen. Wo ich hier rein? Nö. Egal, lass mich deine Beschwerden schließen. Schließen. Heilen. Und schließe deine Augen, so.
Ja. Toll. Ohne Schwert ist man ziemlich aufgeschmissen. Dünn. Heroenhöhle. Heroenhöhle. Dünn, dünn, dünn. Ja, das war ja einfach. Dünn, dünn, dünn. War die Musik schon immer so scheiße? Ich meine, im Ernst. Die kotzt mich gerade. Die kotzt mich ja immer echt an. Aha. Ja, jetzt habe ich den Schlüssel und die Gegner kann ich damit trotzdem nicht besiegen. Vielleicht ist hier ein Schloss. Nö. Habe ich das gerade nicht? Na egal. Ah, hier brauche ich einen Schlüssel. Ah, sehr schön. So. Ich will das Schwert haben. Boah. Knapp. Dun, dun. Das Holzschwert. Sehr schön. Nee, nee, auf der. Nee, hä? Moment. Ah, okay. Auf dem Gameboy habe ich immer mit A gespielt. Mit B, das weiß ich noch. Allerdings habe ich das hier ein bisschen andere Tastatur, dass es auf A besser ist. Ja. Stuck. So. Zum Marco-Baum muss ich jetzt. Dun, dun, dun. Doch, ich glaube, das ist die gleiche Musik. Ist doch nicht. Krieg ich nicht was. Ah, nee, beim Ringhändler krieg ich was geschenkt, ne? Dum, dum, dum. Cool. Dann schenkt mir mal einen Ring. Ja. Cool. Wir sind Freunde, oder? Ja, Schätzchen. Okay, danke. Okay, 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 okay. Ja, okay. Jetzt war's das. Danke sehr. Dum, 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 dum. Den Typ. Bam. Zum Marco-Baum. Oh. Marco-Baum. Ich glaube, ich mache hier mal eine Pause. Und spiel im Augen weiter, weil es ist spät. Und ich hatte aber gerade noch Lust, das Spiel anzufangen, deswegen geht's auch mal kurz spazieren. Bis morgen.